Und damit herzlich willkommen zurück zu Thief Simulator 2. Ich muss mich ja mit meinem Kumpel noch treffen. Wollte nur mal was schauen. Hier gibt es eine Interaktionsmöglichkeit mit Bier. Das können wir trinken. Und wir können uns wohl sehr damit besaufen. Da geht da irgendwann nichts mehr. Ich wollte das nochmal gezeigt haben. So, dafür gibt es nämlich ein Achievement. Und dann ist alles so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Kann man hier noch irgendwas machen? Essen kann ich das nicht. Komm, wir gehen mal schlafen. Jetzt sollte es wieder weg sein. Eine Stunde schlafen. So, und wir sind wieder fit. Nach einer Stunde so viel Bier und der Körper ist wieder ganz normal. Das ist absolut realistisch. Ja? Eine Stunde schlafen, nachdem man, keine Ahnung, 10 Bier gekippt hat und man ist wieder topfit. Nein, war nur ein Spaß. Ist ja nur ein Spiel. So, unser Kumpel. Wir haben uns mit dem treffen und ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Stealing the best music just for you. No, ja, wo ist denn dieser abgelegene Ort? Da, wo das S ist, wahrscheinlich, ne? Und was glaubt ihr? Ist es ein Hinterhalt? Hinterspielplatz ist ja furchtbar. Kann ich hiermit irgendwie spielen? Nein, weiß ich nicht. Das war's. Das war's. Ihr verärgert mich hier gerade, oder? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ihr versucht mich hier gerade reinzulegen. Das kann doch nicht das Ende sein. Kommt schon, Leute. Sagt haha. You've done as I asked, and I keep my word. You're a free man now. Who knows? Maybe in the future we'll work together again. For now, I leave you to yourself. Remember what I told you about the guy who owed us $100,000? Well, he paid it back. Vinny did something stupid, and then the guy took revenge and killed Vinny. Well, now I'm gonna kill him. I need your help, though. I will clue you in on the details soon, but if you help me, I will make you a millionaire. You will never have to worry about money. You will live like a king. I promise you that. We'll talk soon. Okay, also das Spiel, das ist jetzt das Ende? Also das vorübergehende Ende vom Spiel? Wirklich? Wirklich? Es wird Zusatzinhalte geben, alles klar, aber das ist das Ende vom Spiel? So? Oh, boy, Leute, ich bin ganz minimal ein bisschen enttäuscht. Ich habe mehr erwartet. Aber okay. Kam sehr abrupt, will ich damit sagen. Ich habe irgendwas Großes erwartet. Ne? Im ersten Teil, da haben wir ja, gab es Riesenexplosionen, wir haben den ihr Anwesen infiltriert, etc. Und hier irgendwie fehlt das. Das ist sehr merkwürdig. Aber okay, dann ist halt mal die Main Story bis hierhin abgeschlossen. Vorübergehend. Es wird Zusatzinhalte geben. Und ich habe gerade getankt, alles klar. Und was wir auch bedenken müssen, irgendwann kommt ja bestimmt auch noch ein Weihnachtsspecial. Ja, ich möchte hier mal rangehen.
Time to rob someone you love dearly, Crazy Joe. Zumindest Watch out for the gardener. He gets paid too well. Zumindest gab es ja damals in der 1 Weihnachtsspecial und deswegen gehe ich jetzt einfach davon aus, hier wird es das auch geben. Gut, das eigentliche Spiel ist durch. Jetzt kann ich mich ja dazu ein bisschen äußern. Ich würde noch gerne mal diese 115 finden. Da oben. Stimmt. Bam. Warte mal ganz kurz, kann ich dich mal... Wo ist denn hier? Da ist es. Ist eigentlich schlau, hier einfach rumzuschleichen, wenn ich noch nicht mal weiß, wo Kameras sind. Hier, da ist nämlich eine Kamera. Meine Schuhe sind ja eh leise. Ich durfte mich nicht hören. An sich das Spiel sehr angenehm. Bringt viel mit, kann man nicht anders sagen. So. Wollte mal reingucken. Aber ein paar Dinge sind mir aufgefallen. Es ist aus meiner Sicht irgendwie viel leichter als der erste Teil. Das liegt vor allem an den ganzen Gadgets, die man jetzt hat. Hier dieses... die Drohne zum Beispiel, mit der man so ziemlich jede Kamera auf dem Gelände ausschalten kann. Oder das Sleeping Gas, mit dem du jetzt einfach die Leute in den Schlaf schicken kannst. Genauso wie diese Betäubungspistole. Achtung, kleiner Hinweis meinerseits. Mit der Betäubungspistole kann man keine Polizisten ausschalten. Die werden dann nur aggressiv und jagen ein. I'm in need of a coffee machine, ASAP. Ich möchte hier noch ein paar Aufträge machen. So. Und was mir ganz groß aufgefallen ist, irgendwie scheint das Spiel im Vergleich mit dem ersten Teil, ich vergleiche es mal gerne mit dem ersten Teil, ziemlich kurz zu sein. Also wir haben hier zwei Stadtgebiete, einmal die normale Gegend, einmal die reichen Gegend. Im ersten Teil gab es ja drei Gegenden, da gab es ja noch die Industriegegend. Und insgesamt fühlt es sich nicht so umfangreich an wie... der erste Teil. Es macht wirklich Spaß, ne? Also muss man so sagen. Diese kleinen Veränderungen, die bringen schon viel. Aber es fühlt sich so unfertig an. Wie soll ich das anders beschreiben? Da fehlt noch irgendwas. Soll ich die alte mal betäuben? Was? Jemals eigentlich diese ollen Vasen gefunden? Und was es da noch so gab? Ich weiß, da fehlt noch irgendeine Gitarre. Uff. Schlaf schön, meine Perle. So, wo ist mein Auto? Hinten geparkt. An sich, nochmal um das Spiel einzugehen, ja, jetzt habe ich gerade einen ruhigen Moment. Es macht wirklich unheimlich Spaß, aber das war beim ersten Teil auch schon so. Die Thief Simulator-Reihe macht Spaß. Aber der hier fühlte sich halt auf Normalspieler ja ein bisschen zu leicht an. Ja, also da fehlt so ein bisschen die Herausforderung durch halt diese ganzen Gadgets, die man hat. Ah, ja, ich kann notfalls einfach Gas ausströmen lassen in der Gegend hier. If you manage to do this, you're too good, and I quit. I'm waiting. Und kann die alle in den Schlaf legen? Gut, die haben irgendwelche Gasdetektoren später. Aber die kann ich ja hacken. Dann sind die ja auch los. Und dann kann ich die wieder mit Gas in den Schlaf schlafen legen. Es ist wirklich... Hat den Einbruch bemerkt? Was?
Entschuldigung bitte, aber ich muss hier mal ganz kurz parken. Ach, das ist die Olle, die ich betäubt habe. Die ist jetzt reingegangen, hat die Tür bemerkt. Ach. Meine Bewertung vom Spiel tue ich mal später von mir geben. Das ist jetzt gerade ungünstig. Ich merke, ich bin nicht ganz bei der Sache. Ich bin eher gerade beim Rauben als beim Feedback geben zu dem Spiel. Aber ich kann wirklich sagen, also an diesem Punkt schon mal sagen, ist eine Kaufempfehlung. So, dürfte ich jetzt, ohne dass irgendeine Trolle die Überzeugung ist, sie müsste die Cops rufen, den Anruf entgegennehmen? You don't need to do this. You're too good, and I quit. I'm waiting. Danke. Den markierten Gegenstand. Ja, bin ja schon halb auf dem Weg. Ja, Kamera aus. Hä? Konnte diese Kamera gerade nicht ausschalten. Was ist Phase? Warum kann ich die Kamera nicht ausschalten? Okay, aus irgendeinem Grund kann ich die Kamera nicht ausschalten. Egal. Bam bam. Ich liebe diese Art von Schloss. Ich doch eh nicht. Leise Schuhe an. Habe ich die alte? Also das merkt, betäube ich sie. Schwarze Gitarre? Ich werde bekloppt. Ich habe die schwarze Gitarre gefunden. Ja, ja, ich bin schon raus. Zack. Ihr seht, was ich geschaffen habe. Okay, noch die schwarze Gitarre. Jetzt fehlt mir noch diese olle kleine Vase. Was war's noch? Ich hab's schon wieder vergessen, aber die schwarze Gitarre habe ich zumindest. So, du wolltest doch kündigen. Wie sieht's damit aus? Get away from me! Ach, shut up. Okay. Just shut up! Okay. Das war wirklich der letzte Auftrag. Gut, gehen wir nach Hause. Deck. Kann ich die Gitarre verkaufen? Bam bam balam. Ah, no. Falscher Reiter.
Ja, hier fehlt mir irgend so ein kleines Telefon. Und eine kleine Vase. Ein kleines Telefon und eine kleine Vase fehlen mir. So ein hässliches altes Ding. Hab's hier irgendwas anderes Neues noch? Nichts. Nö. Hier gibt's noch die unendlich Aufträge. Aber was wir machen können. Gibt's nämlich auch ein Achievement für. Wir nehmen dafür einfach mal die leichteste Wohnung im ersten Bereich. Man soll betrunken einen Gegenstand klauen. Da gibt es ein Achievement für. Das können wir noch machen. Ich bin ja manchmal ein kleiner Achievement-Hunter, ja? Und wenn es hier gerade möglich ist, warum nicht? Steal on with Thief FM. Best music to steal. Danke, wir öffnen den Kofferraum. So, und was ist hier? Konnte niemand entführen. Also stahl ich einen Fernseher und ein Radar. Ich hoffe, es quält euch. Ich werde bald fleischlich und oh, Jesus. Dafür gab es auch ein Achievement. Das ist nicht der Kidnapper, wenn. Ich habe mich schon gewundert, weil. Man soll ja, also ich gucke mir ab und zu ja mal die Achievements an, was mir noch so fehlt. Und da ist mir aufgefallen, Story Mode beenden war noch und den Kidnapper Van finden. Eigentlich habe ich nämlich damit gerechnet zu Beginn der Folge, dass unser Kumpel entführt wird und wir diesen Van finden müssen. Aber wie es scheint, ist das unabhängig davon. Und wir haben ihn jetzt gefunden. Verkaufen. Ja, es gibt auch ein Achievement, wenn du auf deinem Konto hier gewisse Summe an Geld hast. Einzahlen. Ich glaube 50.000 waren es. Oder auch nicht. Merkwürdig. Ich dachte, ab 50.000 kriegt man was. Habe ich mich vielleicht auch verlesen. Ich schlaf mal ein Stündchen. Gut. Ja, also storymäßig haben wir jetzt alles ziemlich abgeschlossen. Zwei Gegenstände fehlen. Ein Handy und eine Vase. Vielleicht hole ich mir die irgendwann, wenn es Zusatzinhalte gibt. Weil, nein, wohl, es gibt noch die Möglichkeit, im zweiten Stadtgebiet die Telefonaufträge anzunehmen. Das gibt's auch noch. Weil dafür gibt es auch ein Achievement. Ja, es gibt eine begrenzte Anzahl an Telefonaufträgen. Ich wollte unbedingt zu dieser Folge natürlich jetzt erstmal meine Kritik zum Spiel abgeben. Jetzt habe ich mich hier festgepackt. Sehr schön. Das hilft. So, bin wieder unten. Also, Thief Simulator 2. Was ich schon vorhin versucht habe anzusprechen, spreche ich jetzt an. An sich, dieses Spiel gefällt mir. Es gefällt mir wirklich gut. Es ist wie Thief Simulator 1, es gefällt mir, dieses ganze Simulator-Diebesspiel-Prinzip haut hin, haut für mich komplett hin, macht Spaß. Es gibt im Gegensatz zum ersten Teil, oder was heißt im Gegensatz zum ersten Teil, es gibt neue Gadgets, wie das Gas zum Beispiel oder die Drohne, mit der man Kameras ausstellen kann, clever gelöst. Ne? Man kann die auch upgraden, dieses ganze Upgrade-System gefällt mir auch. Was habe ich wohl noch angesprochen? Ja, großer Kritikpunkt meinerseits. Und was heißt Kritikpunkt? Es ist mir aufgefallen, das Spiel wirkt viel kürzer. Ich habe es vorhin auch schon gesagt. Zwei Stadtgebiete plus so ein paar kleine Random Maps hier an der Tafel. Nicht sehr umfangreich. Ich glaube, ich hatte damals über 50 Folgen von Thief Simulator 1, also das reine Main Game. Das hat hier so ein bisschen gefehlt. Das hat hier ein bisschen... Ich weiß nicht, ist mir aufgefallen. Was ist das jetzt? Noch nicht mal 30 Folgen und ich hab's durch. Na, es wirkt halt kurz. Es wirkt kurz, könnte daran liegen, dass man es teilweise sehr leicht hat, voranzukommen, aufgrund der Gadgets. Na, das Gas zum Beispiel, top. Du kannst in diesen
ganzen Gebäude, die ganzen Gegenstände klauen, indem du einfach nur das Gas andrehst, die schlafen legst und dann kannst du da durchrennen durch die Bude. Du kannst die Kameras mit deiner Drohne ausschalten, dann sind die gar nicht mehr aktiv, du musst die nicht mehr ausweichen wie im ersten Teil oder sonst was da finden, um die zu deaktivieren. Das gibt es hier und das macht es halt sehr einfach. Selbst im Normalmodus sehr einfach. Die Herausforderung, die fehlt mir so ein bisschen. Das ist dieser gewisse Kritikpunkt, den ich habe. Die Herausforderung fehlt. Ab einem bestimmten Punkt im Spiel kommt die Polizei eigentlich nur noch, wenn die Anwohner bemerken, dass eine Tür offen ist. Ja, dass irgendwas fehlt. Dann rufen die Cops. Nicht, weil sie dich bemerken. Aber die haben ja schon gesagt, es gibt demnächst weiteren Inhalt. Also da ist noch Hoffnung. Ich hoffe ja persönlich auf ein drittes Stadtgebiet. Wie im ersten Teil so ein Industriebereich. Na? Ansonsten grundlegende Dinge, wie im ersten Teil waren, diese Black Bay-Liste und sowas, die Zusatzaufträge, das kennen wir schon aus dem ersten Teil. Was ich sehr vorteilhaft finde bei Thief Simulator 2:1, Autos auseinandernehmen, viel leichter gemacht, nicht mehr so nervig mit jedem einzelnen Bolzen rausdrehen. Nein, jetzt geht das hier am Stück. Ach, das haben sie sehr gut gemacht. Warum ich dich hier habe, eigentlich nur zum Verkaufen. Was mir ein bisschen negativ auch aufgefallen ist, aber das kann man nur verstehen, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Im ersten Teil, da gab es solche Großaufträge. Da musste man große Gegenstände klauen und die dann von zu Hause aus verkaufen. Und es waren teilweise Aufträge, wo du sehr viele Gegenstände brauchtest, mehr als in dein Auto reinpassen. Kurz gesagt, du müsstest wiederkehren an den Ort des Verbrechens. Wir erinnern uns, wer den ersten Teil kennt und vielleicht auch mein Let's Play dazu kennt, da gab es diesen Rohbau, wo wir Baufahrzeug und hier irgendwelche Kreissägen etc. klauen mussten. Und wir brauchten mehrere Kreissägen und mehrere Bohrer, um diesen Black Bay-Auftrag zu erfüllen. Und die musste ich dann alle in meiner Garage sammeln. Na, das fehlte ja so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel kriege ich hier hinten eigentlich rein, bevor das Ding richtig voll ist. Beim ersten Teil wurde es einem angezeigt. Du durftest so und so viel große Gegenstände haben und so viel Bilder haben da hinten reingepasst. Das war klar. Hier fehlte mir das so ein bisschen. Und es gab halt auch keinen Auftrag, wo ich sehr viele große Gegenstände klauen musste. Das habe ich ein bisschen vermisst. Aber das kann man halt nur verstehen, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Da war es etwas umfangreicher. Halt auch etwas schwieriger, wegen den ganzen Wachen etc. Hat hier ein bisschen gefehlt. An sich, wie gesagt, top Spiel. Ja? Klingt jetzt vielleicht meine Review oder sowas, klingt jetzt ein bisschen sehr negativ, aber es ist ein Spiel, das Spaß macht. Auf jeden Fall. Kaufempfehlung ist draußen. Holt's euch. Vor allem ist, glaube ich, nur ein Entwickler, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Der haut da ordentlich Mühe rein. Und es fällt mir auf. Ne? Hier diese Hausgestaltung, das kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. Das ist jetzt ein bisschen anders. Nichts Schlechtes daran. Na, man kann es renovieren, es gibt Vorteile. Die Katze, ganz niedlich kleine Idee, dass die jetzt mir ein bisschen XP gibt und so. Bei den ersten Leveln ist das halt vorteilhaft, später brauchst du es nicht mehr wirklich. Auch das mit den Ausgrabungen von irgendwelchen Schätzen und diesen Random-Kisten, die überall rumstehen, sehr schön gelöst. Was es im ersten Teil eben gab, sind diese Großaufträge. Zum Beispiel auch diese Fabergé-Eier, wer sich daran erinnern kann, wo in dem reichen Viertel in jedem Haus irgendwo ein Fabergé-Ei versteckt war, die man allesamt finden musste, um eine riesige Summe an Geld zu bekommen. Hat hier ein bisschen gefehlt. Hat mir hier wirklich ein bisschen gefehlt. Die Black Bay-Aufträge waren eher gering in der Anzahl und sie eher simpel. Na? Selbst das mit dem Monitor hat sich schnell geklärt, als ich herausgefunden habe, dass das alles in der Bank ist. Da konntest du dort in Masse das abgreifen. Und was fehlt mir jetzt? Eine kleine Vase und ein Motorola-Handy oder sowas. Nichts Außergewöhnliches fehlt mir, ne? War im ersten Teil ein bisschen umfangreicher. Ansonsten, hier dieses ganze Zeug ist ja, wie es gehabt ist. Das Fähigkeitensystem, das kennen wir aus dem ersten Teil. Hier auf... Das mit den Sonderpunkten ist positiv hervorzuheben, ne? Dass es jetzt für bestimmte Gegenstände Sonderpunkte kriegt, also man dafür Sonderpunkte bekommt und diese Fähigkeiten hier freischalten kann. Und die sind ja also recht vorteilhaft. Auch die Fähigkeiten, die man hier hat, sind sehr recht vorteilhaft, dass man die aktivieren kann. Sehr schöne Lösung. Na? Gefällt mir der Ansatz.
hier im Prinzip, das mit dem Upgrade-System habe ich teilweise nicht so ganz verstanden. Bei manchen Dingen ist es aufgefallen, was sich verändert hat, zum Beispiel beim Stethoskop. Das war dann um einiges schneller, war für mich aber nicht von Vorteil, weil ich dann immer eine Zahl zu weit war. Auch der Planungsmodus, nicht schlecht, macht aber das Spiel sehr einfach, weil ich genau sehe, wo wer wie hingeht. Na? Mitarbeiterin habe ich nie genutzt, habe ich nie gebraucht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sie rufen sollte. Neu die Hunde, also die Hunde sind ja in dem Teil neu, gab es im ersten Teil nicht. Sehr schön. Mehr davon. Das ist meine Herausforderung, weil einen Hund auszutricksen ist schwierig teilweise. Na gut, mit Fleisch geht's, aber das ist was anderes, als mit Menschen umgehen zu müssen. Kennen wir alles? Kennen wir alles? Ansonsten hier, was gab's noch? Dark Bank, keine Ahnung. Kann man. Was ist denn hier? Eine Bank und ein Geld einzahlen, zu wechseln wöchentlich um 8%. Have fun with it. Hausrenovierungen, diese Contracts, das gab es schon früher. Drohnen-Upgrades habe ich mich schon zu geäußert. Diese Aufträge gab es auch schon früher. Siegier, gab es hier noch irgendwas, was ich vergessen habe, was auf nennenswert ist? Was sehr schön ist. Diese super, super überteuerten Preise aus dem ersten Teil gibt es ja nicht mehr. Dafür gibt es aber auch leider nicht diese super, super teuerte Beute aus dem ersten Teil. Ne, im ersten Teil gab es ja, glaube ich, einen Hacking-PC, der $250.000 gekostet hat oder so. Irgendein Modell hat richtig viel Asche gekostet. Dafür hat man aber auch Dinge gefunden wie Vasen, die mal eben $12.000 wert waren. Ja, das gibt es hier nicht mehr so. Hier sind die Preise etwas geringer und es lohnt sich. Man hat auch nicht 1000 von einer Sorte, verschiedene Hacking-PCs. Es gibt nur noch den einen. Finde ich vorteilhaft im Gegensatz zum ersten Teil. Da musste man ja dann verschiedenste Modelle haben, weil das eine ein bisschen mehr Reichweite hatte. Das Hacking-Prinzip hier im Spiel, weiß nicht. Im ersten Teil fand ich es angenehmer, wo man die Signale auf dem Display gesehen hat und wusste, wo man hin muss, um entsprechend. Um das entsprechende System zu hacken, ne? Die Kameras, Laser oder sonstiges. Hier wird es einfach angezeigt, puff, Garage, puff, Kamerasteuerung. Ja, bisschen simpler gehalten halt. Wem es gefällt, ich fand das alte besser. Aufmachung vom Spiel, grafisch hat sich nicht so viel getan, im Gegensatz zum ersten, also im Vergleich mit dem ersten Teil, würde ich sagen, zu atemberaubend anders sieht es nicht aus, ne? Seht euch diese Pflanzen an. Die gab es schon vor 10 Jahren in dieser grafischen Höchstleistung, aber hey, ist ja auch ein kleines Projekt, ne? Mal immer schön bedenken, ne? Das ist ja nicht hier Bethesda oder sonstiges, ne? Ansonsten, Halloween-Special haben wir schon mitgekriegt, habe ich mich auch schon zu geäußert, fand ich sehr angenehm, fand ich recht lustig, obwohl ich das aus dem ersten Teil ein bisschen vermisse mit den ganzen Kürbissen, die man in der Stadt finden musste. Das hat hier ein bisschen gefehlt, weil es eben auf eine Männchen reduziert war, aber das mit dem von diesem Teufel verfolgt zu werden und so, sehr clever Einfall, weil was Neues hat auch gefallen. Ansonsten dieser Autoservice, ja, wo man das verkaufen kann und so, gab es auch schon im ersten Teil. Da fand ich ein bisschen schöner, weil da konnte man auch sein Auto in bestimmten Karosserien so mit Flammen und sowas, da konnte man den Van so aussehen lassen, wie zum Beispiel den vom A-Team. Hier hat man nur die einzelnen Farben, aber das kann ja alles noch kommen. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, ausführlich geäußert, würde ich sagen, oder? Ich würde mal sagen, das reicht an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, ist ein Spiel, das Spaß macht. Wer den ersten Teil gespielt hat, wird vielleicht, wie ich, der Meinung sein, der erste Teil war ein bisschen umfangreicher, ein bisschen anspruchsvoller. Aber das hier ist vielleicht eher was für Beginner. Na, bisschen leichter. Ich weiß ja nicht, wie es im Hardcore- und Survival-Modus ist. Da würde ich vielleicht total ablosen. Habe es noch nicht ausprobiert. Aber im Normalmodus fand ich es persönlich zu einfach. Muss mal schauen, was ich das nächste Mal aufnehme, weil, wie gesagt, die Telefonaufträge aus dem zweiten Stadtteil sind ja noch offen. Und die zwei Gegenstände, die ich wahrscheinlich dort nicht finden werde. Ja, an dieser Stelle beende ich diese Folge. Und sage, top Spiel. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen, reingehauen. Tüdelü.